Hi, ich bin Denise und ich möchte dir in diesem Video einmal den Cricut Joy extra vorstellen. Wenn du den Cricut Joy schon kennst, weißt du sicherlich, dass er schneiden, schreiben und folieren kann. Das kann der Cricut Joy extra ebenso und natürlich mit den gleichen Werkzeugen wie auch der Cricut Joy. Das heißt, du hast die gleiche Feinschnittklinge, du kannst das gleiche Folientransferwerkzeug nutzen und du kannst auch die Cricut Joy Stifte nutzen. Ebenso natürlich die Karten. Es gibt auch noch eine Kartenschneidematte. Und wir haben hier das Besondere, dass wir ein breiteres Format haben. Sprich, wir haben auch wieder Schneidematten. Die sind aber jetzt auf DIN A4 ausgelegt. Dazu gibt es natürlich wieder die Lightcurb, die Standardcurb-Schneidematte und auch eine Kartenschneidematte, sodass du mit ihm auch wunderbar deine größeren Projekte und natürlich auch deine Kartenprojekte umsetzen kannst. Zusätzlich gibt es dann jetzt noch das Smart-Material für den Cricut Joy Extra. Das findest du auch immer hier auf der Verpackung. Und du hast hier natürlich auch wieder ein breiteres Format und kannst mit ihm am Stück bis zu 1,2 Meter schneiden. Und das besondere Highlight am Cricut Joy Extra ist aber die Funktion Print and Cut. Das heißt, du kannst zu Hause mit ihm und deinem Tintenstrahldrucker ganz einfach kommunizieren. Du kannst deine Projekte vollflächig ausdrucken und er kann sie danach ausschneiden. Und passend dazu hat Cricut natürlich jetzt auch noch zusätzliche Materialien rausgebracht. Und zwar zum einen die bedruckbaren Sticker, die auch noch wasserfest sind. Das heißt, auch hier kannst du wieder dein gewünschtes Motiv einfach ausdrucken, ausschneiden lassen und dann kannst du es auf dein gewünschtes Objekt aufkleben und das Ganze ist so versiegelt, dass es wasserfest ist. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Hier ist nämlich ein Glas mit Zitronen und da habe ich das Ganze schon mal umgesetzt. Und dann gibt es noch ein besonderes Highlight, auf das viele, glaube ich, schon gewartet haben. Und zwar ist das die bedruckbare Albin-On-Folie. Das heißt, du kannst dein Foto auf dein T-Shirt, auf deine gewünschten Textilien einfach aufbringen. Ich habe ein Projekt mit meinem Hund umgesetzt, habe ein kleines Hundeshooting gemacht und habe dann natürlich das Ganze auf eine Tasche aufgebracht. Aber du kannst deine Lieblinge jetzt überall verewigen, wo du es dir wünschst und natürlich noch viele weitere Motive. Den Cricut Joy Extra findest du natürlich genauso wie alle weiteren Produkte im Cricut Shop. Schau da also gerne mal vorbei. Und auch bei den mitmachenden Händlern wird es unterschiedliche Bundles geben mit Materialien. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du hast einen guten Überblick bekommen, welche neuen Produkte es gibt und vor allen Dingen, was du mit dem Cricut Joy Extra alles umsetzen kannst.